Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Akatoto, beim Clan True Warriors. Ja, Hütten-Gaudi mit Farmanlage passt ja so ein bisschen, also nicht zu ernst nehmen. Die Hütten-Gaudi passt natürlich so ein bisschen zur Festlichkeit, also Oktoberfestzeit. Und ich denke mal, da wollen alle ein bisschen Spaß haben und ihr wollt ein bisschen Spaß haben an den Dorfbesuchen hier. Und ich habe mir noch ein paar, ja, ich will mal sagen, Alt-Tags rausgesucht. Also da dürft ihr auch nicht sauer sein. Elias, Julchen, Lollipop Clash, Solux Fire, Daniel Stein, Kings of God, Heinel Sandro. Ihr kommt alle dran. Ich habe mir ja jetzt erst eure Tags rausgepinnt und ihr seht jetzt auch eure Posts unter den entsprechenden Videos. Das halte ich extra so lange zurück, sonst gehen mir die Tags irgendwo flöten und ich suche mir einen Wolf. Aber die Elias hier war letztes Mal abgefarmt, steht nämlich hier bei mir in der Textdatei. Und er ist ein stabiler R9. Elias, ich kann dir sagen, stabiler R8, Entschuldigung. Ich kann dir sagen, wir suchen für den Wochenend-Clankrieg auch Rathaus 8er. Also, wenn ihr Lust habt, als Rathaus 8 bei uns mitzuspielen, wir suchen welche, also mindestens 5, 7, 10 Stück oder so. Also, so 5 müssen es werden, sonst kriegen wir Mismatch im Matchmaking. Und deswegen, also, wir nehmen ein paar R8 auf. Die sollten aber auch in etwa so aussehen wie der Elias hier. Und ich denke mal, ja, 219 Sterne, das ist noch nicht so viel, aber er ist auf einem richtig guten Weg. Also der Max durch hier, das sehe ich schon so und die Base ist auch schon durch. Also der Elias wird sich sicherlich hier Mauern machen, denn der Rest hier von der Defense, denke ich mal, ist durch, ja. Und ich glaube, die Base hält die hier in Gold 3, ja, die hält, oh, 46 Defenses, holla. Super, super Sache hier, also schönes Dorf und diesmal nicht abgefarmt, Elias, ich hoffe, das freut dich. Und mich freut es natürlich ganz besonders, dass ich hier ein Dorf habe, was alt ist, aber, also was ich schon lange im Tech habe, aber was beim letzten Mal leider abgefarmt war. So, dann machen wir weiter mit dem Hugo. Hugo ist ein Rathaus 7. Der war letztes Mal auch schon abgefarmt. Schauen wir mal. Dieses Mal nicht. Okay, dieses Mal habe ich auch Glück. Also von der Frontline Rice hier, der Hugo Rathaus 7. Und ich denke mal auch, oh, da geht schon einiges. Ich würde sagen, das ist ein Max-Out Rathaus 7. Denn er hat alle Luftabwehren hier bereits auf Rathaus-Level oder Rathaus-Stufe 5, nämlich Level 5. Und die anderen Sachen, 8, ja, das passt alles. Das ist alles im Rahmen dessen. Der ist auf 4, der geht dann 5, 6, glaube ich, auf Rathaus 8 weiter. Also schöner Account hier und ja, auch sauber. Super hier mit den Truppen, nur noch ein Heldenlevel. Und das gefällt mir gut. Schönes RH7 hier, finde ich. Schön durchgemaxt hier. Gefällt mir, wisst ihr ja, dass mir gemaxte Sachen am besten gefallen. So, dann haben wir eine invalide Player-Tech. Okay, eine invalide Player-Tech. Aber ich habe die nächste schon in der Zwischenablage. So. Ja, ist immer ein bisschen schwierig mit mir. Müsst ihr mir nachsehen. Das ist der Legend Warrior vom Clan Hallöchen. Er ist der Leader. Und das sind jetzt die, die mir geschrieben haben, aber sie selber sich noch nicht gesehen haben, dass sie mir mal geschrieben haben. Also wenn ich jetzt einen abgefarmten habe, dann habe ich ihn mir nicht vorangeguckt. Aber der Legend Warrior hier ist ein schöner RH10er, denke ich mal. Und hat hier 240 Truppen, gar keine Frage. Das Labor rennt super. Das Dunkle, ich denke mal, ist auch so eine, ich nenne sie ja immer gerne Save the Dark Base. Wir gucken mal, wofür. Ja, ich denke mal, sicherlich für die Helden, aber der Rest, ich sehe schon, dein Zauber ist der Erdbebenzauber, also dein Lieblingszauber. Valkyren sind oben, Golem ist hoch, also die CK-Truppen hier sind hier absolut am Start hier. Dreier, Lavahund, Bowler, was willst du mehr? Ein schöner Account hier, auch die Helden. Ich sehe das ja jetzt nicht mehr so eng mit den Helden und deswegen würde ich so eine Base schon als stabil bezeichnen. Schönes Ding, Legend Warrior. Ich glaube, du warst auch bei mir schon im Stream mit dabei. Und das ist der Solux Fire hier. Würde mich über einen Besuch im Video freuen. Ich würde mich freuen, wenn ich dich nicht abgefahren vorfinde. Tue ich auch nicht. Mensch, ich habe heute Glück. Also, der Solux Fire hier, jawohl. Prügelt hier gerade die wichtigsten Sachen hoch. Ich scroll mal ein bisschen rein. Das heißt, das Lager, damit du später auch den Golem vor allen Dingen weitermachen kannst. Denn ich glaube, der muss auf voller Ausbaustufe sein, damit er auf 2 laufen kann. Und
Dann geht hier die letzte Luftabwehr, glaube ich, so wie ich das sehe. Ja, nee, doch, eine hat er noch vor sich. Also ist vielleicht noch gar nicht so lange auf dem Rathauslevel, hat aber 200 Truppen. Hier passen 25 rein. Und der Rest ist, denke ich mal, noch nicht ganz so lange Rathaus Level 8. Aber ich glaube, er hat schon mal das Wichtigste für sich gemacht. Und sieht aber ganz gut aus hier. King geht hoch. Zauber, ja, die gehen ja erstmal nicht weiter. Und das heißt, jetzt gehen sie natürlich weiter. Aber ich denke mal, er ist noch nicht so lange R8. Und deswegen ein bisschen mehr CK zu spielen, finde ich. Trau dich ruhig, denn Rathaus 8 ist eine coole Rathausstufe. Das wisst ihr. So, jetzt habe ich ein echt älteres Tech hier. Ich kann da immer mal den Text zu vorlesen. So, da ist ein Leerzeichen drin. Ich würde mich über einen Besuch freuen. Schönes Wochenende. Ja, mitten in der Woche hier. Wünsche ich dir auch, Daniel. Das ist der Charakter JNK vom Clan Legend of War. Und ist ein Rathaus 9er. Ja, da fehlt natürlich noch einiges hier. Muss man mal so sagen. Aber ich denke mal, Golem geht jetzt erstmal zu den Hogridern hoch. Dann hat man ja eine gute Go-Hog-Kombi. Und dann schauen wir mal rein in die Base. Helden sind ja auch noch nicht so hoch. Aber Dorf ist fertig. Ja, außer die Expo. Da ist der Fuchs. Da wusste er, was er gemacht hat. Er hat also wirklich den Rest der Base hier super durchgemaxt. Die Mauern sind vor allen Dingen der Hammer. Schon fast alle fertig. Hier hinten noch so ein paar Achter. Und ich denke mal, das Ding hält auch in Gold. Ja, 24 Defenses. Also prügel die Helden hoch. Daniel, dann bist du hier auf dem richtigen Weg. Also nichts dunkles Sparen hier. Läuft noch was im Labor? Ja, Labor läuft auch. Ah, ich rätsel ja immer gerne. Da läuft der Golem. Jede Wette, dass da der Golem läuft. Okay, erste Pause mit unserem Gigalot kommt heute von YSH. Wir schauen mal rein. Ja, zum Gigalot wird man, wenn man sein Gold und sein Elex nicht rechtzeitig ausgibt. Diese leidige Erfahrung musste unser YSH leider machen. Also hier richtig fett Ressourcen, die er vermutlich nicht zeitnah ausgeben konnte. Und deswegen ist er hier mal eben so ein, ich nenne es mal, Flugopfer geworden. Der Gegner hat vielleicht auch Glück, dass, ich habe es jetzt gerade nicht gesehen, seine Queen, glaube ich, pennt. Das heißt also, die spielt jetzt hier keine Rolle. Der King macht dann natürlich gar nichts, wenn ausschließlich Lufttruppen kommen und der Gegner hier ein Rathaus 10er, das sehen wir an den 3er Lava-Hunden und den 6er Minions, macht das aber hier ganz geschickt, geht hier richtig mutig in die Base rein und jetzt sind ja noch reichlich Ressourcen auf, aber überhaupt keine Defense mehr da. Und jetzt mit dem King schön den hinteren Bogenschützenturm schon mal auf sich gezogen und der vordere wird jetzt sicherlich von den Loons hier gemacht. Also ich habe den Angriff auch erst einmal gesehen und kommentiere ihn einfach jetzt das zweite Mal, nachdem ich ihn gesehen habe, habe gedacht, ja, das kannst du mal einbauen hier. Das ist so richtig schöner Lot für einen Gegner. Schade auch für den YSH. Aber ihr seht das hier, der wird hier jetzt richtig mal blank gemacht. Und ja, hat er Pech, dass er hier sein Gold nicht ausgegeben hat. Ich sehe gerade, er hat da oben schon 11 Mauern und der Rest hier ist noch auf 9 und 10. Also vielleicht sollte man erstmal an den 10er Mauern einfach weitermachen. Dann ist nämlich auch das Gold und das Elex weg. Und man muss es dementsprechend dann für die restlichen und die nächsten Mauern reinfahren. Das hat sich sicherlich auch der Gegner gedacht und zieht hier mal richtig schön blank. Machen wir das mal ein bisschen schneller, dass wir noch weiter unsere Besuche hier machen können. Und so ist das hier aber ein schöner Lotangriff vom Gegner gewesen. Also wir sehen hier weit über 800.000 Gold und Elex plus 7.000 Dunkles. Die tun natürlich richtig weh. Schade auch. Ja, bittere Pille für den YSH, aber da muss er durch. Auch so ist das Clash of Clans Leben mal richtig fett Lot verlieren. Und während wir hier den, er heißt hier glaube ich bei mir im Forum Kings of Gods, kann mir jemand sagen, wie man sich bewerben kann, um besucht zu werden? Ja, genauso King, alias Xedos vom Clan Frankfurter, genauso wie du es gemacht hast, nämlich die Spielertag in die passenden Videos reingeschrieben und sieht gut aus hier, ist ein Maxed
Out RH10. Also ich glaube, ich sehe hier nicht eine einzige Mauer, die du noch hier zu machen hast. Und wir gucken mal, die Forschung dauert ja so lange. Oh, okay, du hast den Miner noch gar nicht. Aber der Rest ist, okay, Frostzauber noch, Skelettzauber. Also ähnlich wie, ganz, ganz ähnlich wie bei mir. Ich habe den Miner allerdings schon auf 3. Dafür fehlen mir noch ein paar Zauber. Aber die Zauber hat er hier auch noch nicht. Und ich denke mal, die gehen ja auch in der Base hoch. Die Base gefällt mir übrigens ausgesprochen gut als Farmbase. Und ich würde mal sagen, ich mache mal eben eine Sekunde Pause. Schmeiße mein Snipping-Programm an. Ziehe hier mal so einen Rahmen rum. Sage einmal Klick und dann habe ich die Base hier. Vielen Dank, ich hoffe, das stört dich jetzt nicht. Und sieht aber gut aus. Ich denke mal, ja, mal gucken hier, Meister 1. Nur immerhin 17 Defenses, wenn ich gleich mal meine Defenses gucke. Das sieht nicht so gut aus. Und ich denke mal, an der Base gibt es hier nichts zu nölen. Die wird in jedem Fall halten. Die stehen hier alle auf Luft, die X-Bögen. Das ist wirklich cool. Also maxed out hier. Hier fehlt nichts mehr. Helden sind noch in, also 4 Helden-Level noch am King. Dann ist sie hier auch durch. Und schönes Dorf hier. Also es gefällt mir wirklich, wirklich gut. So, ich habe den nächsten bei mir in der Zwischenablage. Ich hoffe mal ohne dieses nervende Leerzeichen. Und zwar ist das der Heinel Sandro. Mal sehen, ob wir den richtigen erwischen. Gnadenlos Best vom Clan. Die Drachen, ein Rathaus Level 8 mit 10er King. Also schön jetzt die dunklen Truppen nachfarmen bzw. nachleveln. Er hat erstmal jetzt den Packer gemacht. Drachen ist am Start. Passt also. Heiler kann man auch machen. Also den wirst du später oder die wirst du später sicherlich gut gebrauchen können. Und wir gucken mal. Ich denke mal, wow. Ist schon ziemlich stark. Mauern durch und klopft hier noch die Defense durch. Kann man auch mal so machen. Ja, andere machen das genau andersrum. Die machen erst die Defense und dann die Mauern. Der Heinel hat das hier ganz anders gemacht. Hat einfach mal gesagt, ich mache mal erstmal die Mauern. Dann habe ich das nämlich hinter mir. Und dann mache ich den Rest. Ich denke mal, Labor rennt auch. Jawohl, da rennt das Labor und der Rest ist maxed out. Da brauchen wir gar nicht nachgucken. Beziehungsweise geht hier noch auf maxed out. Die Minenwerfer habe ich komischerweise auch bei mir in allen Dörfern ganz zum Schluss gemacht. Auch wenn sie natürlich erstmal gegen Farmtruppen guten Flächenschaden bieten, habe ich immer gedacht, naja, in den CKs kannst du die nicht wirklich gebrauchen. Und deswegen habe ich die auch komischerweise, so wie er das hier macht, echt als letztes gemacht. Hier gehen aber noch zwei Magiertürme ein bisschen hoch. Und hier geht noch der eine Bogenschützenturm auf 10. Also ich denke mal, die gehen auch noch alle auf 10 hoch. Also dauert noch ein bisschen bei dir. Aber sieht gut aus, gefällt mir gut. Ich denke mal, die Base wird hier in Gold 2 auch halten. Naja, 5 Defenses ist nicht so viel. Aber er hat natürlich hier einiges außen. Dadurch wahrscheinlich die wenigen Defenses. So, jetzt muss ich ein bisschen hochscrollen. Denn ich habe noch ein paar Tags gefunden. Da tut es mir echt leid, dass ich die noch nicht gezeigt habe. Denn ich glaube, ich hab sie noch nicht gezeigt. Das ist der Miele 7 hier. Habe ich die? Ne, den habe ich noch nicht gezeigt, glaube ich. Von der Dark Elite. Ich weiß es jetzt echt nicht. Aber ist auch abgefarmt. Okay, ich habe hier nämlich noch ein paar Tags gefunden. Die arbeite ich jetzt mal fix ab. Und ich gucke mal. Sunplay COC vom Perplex Medium. Ob da jemand dabei ist? Ja, ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die schon mal gehabt habe. Denn bei mir steht eigentlich darunter Folgeende. Aber ich glaube, die habe ich schon mal gehabt. Peter 1, True Warriors 2, jawohl, steht hier auch bei. Aber den können wir uns, glaube ich, mal angucken. Denn der ist noch gar nicht so lange bei uns. Und das ist mal ein Rathaus 7 hier an der Stelle. Und er ist auch auf einem guten Weg dabei durchzumaxen. Das heißt also, bei Rathaus 7 gehen natürlich die Mauern jetzt noch einen durch. Aber er ist auch noch nicht so lange auf Rathaus 7. Das weiß ich, weil er jetzt auch gerade so, jawohl, die Drachen auf 2 hat. Also die sind noch nicht lange soweit ausgebaut. Ich kenne den Charakter bei uns und das war so ein typischer schöner True Warriors 2 Charakter aus den unteren Bereichen, also Rathaus 7, 8. Und ich denke mal, auch er wird, wenn er meine Folgen ständig verfolgt, hier durchmaxen und sieht auch ganz gut aus. Also ähnlich sieht das natürlich auch bei 7 dann aus. Immer alles voll, weil die Lager sind ja noch nicht so hoch. Die können maximal auf Level 10 erstmal gehen hier auf an der Stelle. Und wenn die voll sind, sind sie voll. Mauern gehen im Moment nur mit Gold und er ist dann auch dabei. Hier laufen Forschung. Ja, das sieht gut aus hier. Gefällt mir gut. Auch, dass die Base hier so schön im Ausbau ist, je nachdem, wie viel Bauarbeiter man hier hat. Aber da mache ich mal
eine extra Folge von. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Und denn ich habe ja so ein bisschen Selbstexperiment betrieben. Ah, den haben wir schon gesehen. Okay, den haben wir auch schon gesehen. Und ich sehe jetzt auch Text aus YouTube übernommen hier. Und entschuldigt, dass das jetzt natürlich kurz mal ein bisschen überflüssig ist. Der XX Leon hier von Clan Warzone. Ich glaube, den habe ich noch nicht gehabt. Oder war das einer der abgefarmten? Nee, den habe ich noch nicht gehabt. Clan Warzone, der Leone, der XX Leon XX. Also auch ein RH7 hier, schon ein bisschen weiter als der Peter, den wir eben gesehen haben. Denn er hat hier jetzt schon die Level 6 Mauern, die gehen jetzt auf Level 7 noch hoch. Aber auch hier sieht man das Lager immer relativ voll und die Base, ja, ich denke mal, die sieht ganz gut aus. Viererlast, die gehen jetzt noch alle auf 5 hoch. Und Labor läuft leider nicht, aber ich denke mal, es ist auch kein toter Account. Nee, der ist nicht ganz tot. Hier geht auf jeden Fall irgendwas, Bauarbeiter sehe ich zwar alle am Pennen, aber ich denke mal, ist ein aktiver Char, hat eine Liga und hat auch einen Player-Clan. Der sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. Schöner Level 6 Clan. Aber da ist nicht so viel los. Was meinst du? Wechsel? Also ich würde einen Clanwechsel vorschlagen, denn ich glaube, bei dir ist nicht mehr ganz so viel los. Den Abschluss mache ich natürlich immer mit einem Farmangriff. Ich lasse mir mal eben so ein paar Truppen spenden und dann machen wir einen netten Farmangriff hier in Titan. Und dann stelle ich auch am Ende nochmal eine Frage. Ja, eigentlich brauche ich ein paar Pokale. Warum, das werde ich euch gleich erzählen. Aber ich denke mal, wir nehmen diese Base hier mit. Ja, aus einem ganz bestimmten Grund. Ihr seht das, das ist ein 10 halber oder nee, 9 halber. Und ich habe 6er Hox am Start. Ich habe ja im gestrigen Video gesagt, wo wir den Clankrieg gespielt haben. Ich habe noch nicht wirklich oft mit den 10er Hox hier angegriffen. Ich weiß auch gar nicht, mit dem 10er Hox. Mit den Hockreitern hier angegriffen. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Und muss jetzt aber erstmal ein bisschen dafür Sorge tragen, dass hier ein bisschen gefunnelt wird. Und dass wir hier ein bisschen in die Base reinkommen. So, jetzt schauen wir mal. Da haben wir jetzt immer noch kein Loch auf. Da müssen wir jetzt endlich mal springen. Also auch mein King muss hier jetzt springen. Was habe ich denn eigentlich in der Clanburg? Oh, da habe ich auch nochmal Riesen drin. Dann nehmen wir die hier auch mit rein. Jetzt kriegen wir zwar Besuch von einiges an Magierzeugs. Aber wo ist denn mein King eigentlich? Ei, mein King, der entgleitet mir ja völlig. Und deswegen zünden wir den schon mal. Mal schauen, ob wir hier jetzt den Fries mal ansetzen. Denn ich kann ja jetzt mal meine ganze Hockmeute. Ah, von wo lasse ich die eigentlich kommen? Ich lasse die mal von hier kommen. Ich denke mal, hier erwarten mich am wenigsten Fallen, beziehungsweise am wenigsten. Thorsten. Ja, dann kann jetzt wenigstens derjenige wieder schreiben, Thorsten, Farm liegt dir aber nicht, oder? Nein, liegt mir nicht. Ich meine, ich brauchte kein dunkles. Eigentlich brauche ich nur den Stern hier. Und den habe ich jetzt gleich. So, jetzt muss man mal gucken, wo ich hier noch so ein bisschen was abzwacke. Ich denke mal, hier sind meine Truppen noch ganz gut untergebracht. Jetzt habe ich nur noch den Babydrachen. Mal sehen, wo ich den noch droppe. Das Dunkle brauche ich nicht unbedingt. Da wird der Babydrache noch nicht überstehen. Deswegen warte ich mal, bis die Minions hier irgendeine Flugfalle auslösen, in der sie dann reintapsen, dass ich wenigstens das Elex hier noch mitnehme. Aber 54% ist für mich in Ordnung. Ist hier gewonnen an der Stelle, aber wir kriegen natürlich ganz, ganz wenig Pokale. Denn das Komische ist, ich habe echt viel Pokale verloren und ich weiß noch gar nicht, woran das liegt. Aber ich muss jetzt gleich mal meinen Babydrachen setzen, sonst schafft er das Lager nicht. Aber erstmal müssen die beiden weg sein, sonst geht der Babydrachen mit aufs Lager. Denn der soll nach dahin gehen, der Babydrache. Der soll erstmal die eine Hütte wegmachen und die sollen sich jetzt mal ein bisschen beeilen, dass mein Babydrachen hier... Okay, der braucht gar nicht mehr in Wut kommen. Naja. So ist das nun mal. Das lasse ich jetzt auslaufen hier. Aber ich glaube, die 20 Sekunden überstehen die sowieso nicht. Und wir gucken uns mal noch eine schlechtere Defense von mir an. Also diese Defense hier von dem Kollegen war gut. Ja, hat er gut gefenst. Also ich habe am Anfang nicht aufgepasst mit den Magiern, aber alles nicht so schlimm. Ihr wisst das.
Aber trotzdem, jetzt guckt euch das an. Also ich habe ja jetzt nur zwei Pokale gekriegt und hier ist einer, der ist über mir, maxed out RH11. Und der kriegt, obwohl er über mir ist, hat der, muss noch mal reingehen, hat der 21 Pokale gekriegt und ich habe 21 Miese gemacht. Ich meine, zu den 21 Miesen kamen auch noch 34 von mir, ja, wo ich hier nämlich die Leitung verloren habe. Und naja, ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also bitte dran denken, ich werde auch ab heute Werbung schalten für meinen Livestream und dass wir Leute für den Livestream suchen. Ich werde auch in etwa euch in Kenntnis setzen über meine Kommentare, wie viel wir da suchen, was wir noch genau suchen. Und dann spielen wir am Wochenende, ich glaube, der Hocke peilt einen 50er an. Also volles Haus hier, Freitagabend, Clankriegsstart, Samstagabend, Live-Zicker bei mir im Stream. Ich freue mich und ich hoffe, ihr euch auch. Bis dahin, euer Toto. Clasht!